Wow, der hat aber voll hier vorne eingeschlagen. Geil. Am 30.06. war es endlich soweit. Altfuture hat das riesige Update für Dreary Valley rausgebracht. Und wir schauen uns heute mal an, was da alles passiert ist und ob sich der mittlerweile fast verdoppelte Preis rechtfertigt. Und damit hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Lars und ihr schaut BDWR Gaming und ja, am 30.06. wie schon gesagt, war es soweit. Dreary Valley hat das schon sehr, sehr lange angekündigte riesige Update bekommen. Es ist unglaublich umfangreich gewesen, was Altfuture da reingepackt hat. Ich habe euch das in einem vorhergehenden Video schon mal so ansatzweise versucht zu zeigen und da kamen noch viele, viele andere Sachen dazu. Wir schauen heute mal in Bewegtbildern im Spiel, was sich getan hat. Was das Update alles so mitbringt, ich kann nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen, das würde einfach den Rahmen hier sprengen, aber so die wichtigsten und größten und für mich persönlich auch schönsten Punkte, die werde ich euch definitiv mal zeigen. Und ich hatte ja in meinem letzten Video auch schon angekündigt, dass das Spiel teurer wird, sobald das Update rauskommt und genau das ist passiert. Mittlerweile kostet es, wenn mich nicht alles täuscht, auf Steam 38 €, was definitiv immer noch ein guter Preis für dieses Spiel ist, weil es einfach grandios ist und jetzt mit dem Update noch besser geworden ist als vorher schon. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, dass das Teil nicht nur in VR funktioniert, sondern auch in Flat gespielt werden kann. Also jeder, der zockt, kann dieses Spiel spielen und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist eine der besten Train-Simulationen, die wir derzeit auf dem PC zocken können. Man sieht es auch an den Bewertungen. Ne? Also bei Steam läuft das Ding bei 94% sowohl in den kürzlichen Bewertungen als auch in den langfristigen Bewertungen. Das schafft kein anderer Train-Simulator. Natürlich ist in diesem Spiel hier in Dreary Valley alles relativ fiktiv. Es gibt keine Originalstrecken. Es gibt nur an Original-Loks angelehnte, nachgebaute Loks, also auch keine lizenzierten Fahrzeuge. Noch nicht. Vielleicht kommt das alles noch. Wir werden sehen. Altfuture hat eine Menge vor und die haben auch eine Menge in diesem Update reingepackt. Und jetzt schauen wir aber einfach mal rein, was hier passiert ist. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, Abo, Däumchen, Glöckchen, würde mich freuen und jetzt geht's los. So ihr Lieben, wir sind im Spiel und jetzt kickt mal, was uns hier anlacht. Ein Hauptmenü. Ha, gab's vorher so noch nicht. Ich muss jetzt hier so ein bisschen, also ich hocke hier so ein bisschen unter dem Hauptmenü, warum auch immer. Ich kann mich hier in dem Menüteil quasi nicht zentrieren. Ich müsste mich jetzt hinstellen. Ist aber nicht schlimm, weil im Spiel selber kann man das dann super einstellen. Aber ich will euch mal ganz kurz zeigen, was hier so alles passiert ist. Denn ja, genau das ging halt vorher nur im Spiel selber mit einem ganz relativ kleinen Menü. Und jetzt haben wir aber hier die Möglichkeit, zum Beispiel in den Karrieremodus, in den Sandbox-Modus zu wechseln. Ne? Hier könnt ihr euren Spielstand laden. Ihr könnt im Spiel mittlerweile auch speichern. Das ging vorher alles kaum, beziehungsweise nur sehr umständlich. Und jetzt haben wir halt ein schickes Menü bekommen, wo wir uns auch alle möglichen Sachen angucken können. Ihr habt ein Handbuch, komplett auf Deutsch. Ihr könnt euch wirklich alles hier durchlesen, von den Zügen, von Aktivitäten, Gegenständen der Welt. Alles Mögliche kann man sich hier anschauen. Ihr seht, das ist ziemlich umfangreich, was man sich hier durchlesen kann und wie schon gesagt, komplett auf Deutsch. Auch im Spiel alle Befehle, die man da irgendwo angezeigt bekommt, alle Tutorials, die im Spiel durchlaufen, alles auf Deutsch. Natürlich in Textform, hier ist nichts vertont, aber ja, das ist bei einer Simulation meistens so. Ne? Genau, wir gehen aber jetzt mal hier ins Spiel rein. Ich werde aber mal gucken, bei mir ist noch, naja, nee, ist ja cool, dass gerade dunkle, finstere Nacht ist, weil gab es ja vorher nicht. Also, da kicken wir jetzt gleich mal rein. So, jetzt muss ich mal meine Höhe noch ein bisschen anpassen, weil ich sitze ja und ich sehe hier vorne aus meinem Fenster nichts. Das gefällt mir schon besser. Da komme ich an alle Instrumente ran und kann hier rausklotzen. Und jetzt kickt mal. Ich habe davon Licht an. Weil hier draußen ist dunkel. Ja, hahaha. Ha, ha. Wie konnte ich? So konnte ich mich raushüpfen. Ey, guckt euch das mal an. Wir haben mittlerweile quasi Tag- und Nachtzyklen. Und damit sieht das jetzt quasi auch so aus.
Lieben, ich werde jetzt mal eine kleine Runde losfahren und einfach mal gucken, dass jetzt so ein bisschen Morgenstimmung hier aufkommt, dass hier die Sonne aufgeht und euch einfach ein paar Sachen erzählen, die sich derweil geändert haben. Also, ich hole euch gleich wieder dazu. So, also das gute Stück rollert mittlerweile. Wir sind unterwegs. Ich muss nach MF. Was war MF? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mir die Abkürzung immer nicht so richtig merken. MF war, wie hieß denn der? Maschinenfabrik und Stadt. Haben sie jetzt mittlerweile auch alles auf Deutsch übersetzt hier. Auch in den Heften ist alles auf Deutsch, in den Auftragsbüchern quasi. Und wartet mal, jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass wir auch nicht zu sehr Schub machen. Weil davon kommt dann eine Weiche, die wir eventuell noch umstellen müssen. Ich brauche noch. Ich muss auch ein bisschen bei mir hier mit dem Setup aufpassen, weil, ach, naja, ist alles eng, ist alles suboptimal, aber wir werden es schaffen. So, mal ein bisschen die Bremse reinholen. Weil ich glaube, da vorne mit 60 durch. Wir dürfen durch die Weiche durch. Also hier habt ihr wieder gesehen, hier steht eine 6 drauf. Mal 10, da habt ihr die Geschwindigkeit, mit der ihr hier irgendwo durchrauschen dürft. Umstellen. Und zu schnell. Da müsst ihr halt auch wirklich aufpassen, dass ihr nicht zu schnell irgendwo durchsemmelt, weil dann springen euch die Züge, also die Waggons und im schlimmsten Fall sogar die Lok aus den Gleisen. Und das ist unschön. Ihr könnt die zwar dann wieder reinsetzen, aber das kostet Geld und es ist schade um die Kohle, die ihr euch hier erfahren habt quasi. So, jetzt geht's erstmal eine ganze Weile hier. Ja, viele Weichen müssen wir da, ich glaube, nicht mehr umstellen. So, jetzt fängt das hier an mit Regnen. Ist das geil? Das habe ich selber so auch noch nicht gesehen. So, warte mal, wo ist denn mein Scheibenwischer? Hier ist mein Scheibenwischer. Shit, da komme ich nicht ran. Ich wäre wahnsinnig. Muss ich mal einen Schritt vorgehen? Cool. Das ist einmal Intervall quasi, oder? Ich stelle jetzt nochmal. Ja. Ist nice. Das gab es halt vorher so auch noch nicht. So. Gut, die steht richtig. Sehr schön. Wir sind auch nicht zu schnell. Und jetzt kannst du hier auch... Das ist kürzeres Intervall. Okay. Das ist ohne Intervall. Das war es auch schon, ne? Also schneller geht es da nicht. Ja, aber das ist nice. Okay, aber wir können es ruhig auf ganz langsames Intervall stellen, weil hier ist ja nicht viel los. So, wo fährt denn der mich jetzt hin? Rein theoretisch müssten wir schön durch den Bahnhof durchgeschnupselt kommen. Also, Regen haben wir jetzt auch schon mal gesehen. Wartet mal. Das ist schon cool. Doch, das hat was. Huch, daneben gespawnt. So. Also ihr Lieben, wir haben Nacht mittlerweile mit dabei. Also ein Tag-Nacht-Zyklus. Ich glaube, alle 2 Stunden läuft ein ganzer Tag ab. Also in 2 Stunden laufen 24 Stunden ab quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben Wetter mittlerweile mit dabei, derzeit Regen, es soll wohl noch Schnee irgendwann dazukommen. Nebel habe ich hier schon gesehen, der so an mir vorbeigewabbert ist. Ich denke mal, wenn es jetzt hier früh wird und die Sonne aufgeht und es hier ein bisschen geregnet hat, dann werden wir das sicherlich auch noch zu Gesicht bekommen. Aber ich finde diese Regenanimation hier an den Scheiben echt nice, wirklich. Sieht richtig toll aus. Nicht nur, dass sich hier die Regentropfen bilden oder man die Regentropfen sieht. Warte mal, wo schiebt denn der mich jetzt hier hin? Komme ich hier irgendwo? Oh, das wird gerade totale Grütze. Nein! So, seht ihr, das ist, wenn man nicht aufpasst, sondern quatscht, dann macht man so einen Reis. Weil eigentlich... Ich habe ja bestimmt mal rumrangiert, weil ich hier auch irgendwelche Ölfässer rausgefahren habe.
Und das Problem ist aber. Warte mal, bei mir sieht es relativ gut aus. Ich hoffe, meine Lok hat nicht allzu viel abgekriegt. Das Problem ist aber, dass ich dann hier wahrscheinlich die Weichen umgestellt habe, weil im Normalfall rollerst du hier schön durch diesen Bahnhof durch. So natürlich nicht. Das ist natürlich auch quasi ein neues Feature oder eine neue Sache, die ihr beachten müsst. Es regnet. Die Gleise sind nass und sobald ihr ein bisschen überpest, merkt ihr's? Ihr könnt natürlich mit Sand dagegen steuern, indem ihr hier einfach sagt, einmal Sand an und jetzt können wir hier ein bisschen mehr Schub geben und schon funktioniert das. Na? Das hatten sie ja damals auch geschrieben, dass wir machen Sand wieder aus. Dass du halt Schlupf bekommst. Sobald die Gleise nass werden, logisch, hat natürlich Metall auf Metall nicht mehr so viel Reibung wie im Trocknen und damit ja, drehen euch die Räder durch. Sehr, sehr cool. Und ihr seht halt hier auch, das ist diese Nachtstimmung, haben sie halt auch super eingefangen mit diesen Lichtern. Ich finde das total herrlich, wie sie das hinbekommen haben. Diese Lichtstimmung in den Bahnhöfen. Und wenn du hier wieder rausfährst, dann wird es halt wieder dunkel. Und du kannst natürlich auch. Warte mal, jetzt muss ich mal. Beleuchtung. So, wenn du jetzt hier drin. Mann, was ist denn hier los? Warum ist denn hier alles zugebaut? Leute, das ist so nicht schön. So, Freunde der Nacht, ich bin wieder hier und ich glaube, mein kleiner Auffahrunfall vorhin hat einfach die Waggons nach vorn geschubst. Weil jetzt sieht das Gleis frei aus. Haha. Naja. Denn. Ja, hier steht jetzt nichts mehr rum. Hier kommen wir super durch. So, ja, dann gucken wir mal, ob ich vielleicht irgendwie noch einen Sonnenaufgang hinbekomme. Euch das mal zeigen kann. Und Wasser würde ich euch gern auch noch zeigen. Ui, das war aber jetzt, also, ne, also ich hätte gedacht, ich habe das Schild jetzt weggerammt. Naja. So, jetzt fahren wir schön weit vor, damit die auch wirklich hier auf diesem Gleis stehen, alle, und nicht noch irgendwo in einer Weiche rumdümpeln. So, bitte anhalten. Achso, hier sollten wir vielleicht mal noch einen Schub rausnehmen. Hier noch bitte anhalten, die Lok hochbremsen. Ne? Hier oben habt ihr quasi die Zugbremse, unten die Lokbremse. Das würde ich aber, wie schon gesagt, das würde ich alles auf Deutsch erklärt, wenn ihr das erste Mal in so eine Lok einsteigt. Dann habt ihr überall hier kleine Hinweistäfelchen dran, die vor euch aufploppen und euch sagen, was für was ja, gut ist. So. Gut, dann können wir hier erstmal alles ausmachen. Licht aus. Ich hätte vielleicht mal mein Lenkrad noch abschrauben sollen, dann wäre ich noch besser hier rangekommen. So, dann einmal die Möhre aus, Licht aus, Licht aus. Weil im Bahnhof haben wir jetzt genug Licht hier, müssen wir ja nicht alles brennen lassen. Ne? Kostet halt auch tatsächlich Energie. Also wenn ihr die Lok jetzt laufen lasst, dann verbraucht die Diesel, was ihr dann irgendwann ja wieder tanken müsst für Geld. Und deswegen, ich mache immer alles aus, weil dann verbrauche ich keine Energie und damit spare ich halt auch Geld. Ne? So, jetzt koppeln wir das ganze Stück erstmal ab. Drücke mal auf die falsche Taste. Will immer teleportieren und drücke aber immer auf die Dingstaste zum Menü hin. Wir koppeln jetzt erstmal ab. Wir schließen die Bremsleitung. Klack und klack. Dann können wir die hier auseinanderklackern. So, dann machen wir hier auf. Dann müssen wir hier quasi den Haken wieder rüberhängen. So. Und damit ist das Ding entkoppelt. Und wir können unseren Auftrag abrechnen gehen. Oh, was steht denn da Geiles? Ja, nice. Ja, Servus. Boah. Ja, voll cool. Da würde ich doch gern mal einen Screenshotten. Wie mache ich denn das gleich mal vor lauter Schreck? Cool. Bagger stehen hier auch noch rum.
das ist halt auch dazu gekommen. Ne? Also stehen jetzt hier neue Fahrzeuge drin. Die kleinen roten Fiat 500 Nachbauten oder was auch immer das sein soll, die kennen wir ja schon. Aber hier sind halt auch neue Sachen dazu gekommen. Traktoren standen, ich glaube, früher auch schon hier rum. Ne? Aber dieser große Muldekipper hier, den kannte ich so noch nicht. Kann man da auch mal drauf gehen? Cool. Ja, das wäre ja natürlich jetzt völlig fett, wenn du dich hier reinsetzen könntest. Ach, schade. Stellt euch das mal vor. Man könnte sich hier reinsetzen mit dem Ding hier jetzt einfach mal, keine Ahnung, irgendwas beladen und dann den Zug beladen damit. Alter Falter. Naja, wir sind noch ganz am Anfang, ne? Darf man auch nicht vergessen. Alt Future hat viel vor und die haben irgendwann mal gesagt, oh, habt ihr das gerade gesehen? Da hinten gewittert's. Voll geil. Alter. Ach, die Sau. Geht's da richtig ab. Ist das cool. Wow, der hat aber voll hier vorne eingeschlagen. Geil. Das gefällt mir, ehrlich. Und von der Umgebung hier siehst du quasi gar nichts mehr, weil es total diesig, neblig ist. Und dann geht hier voll der Gewittersturm los. Das ist ja mal nice. Sehr, sehr cool. Also, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen angetan von diesem Update. Ah, und je mehr man hier drin entdeckt, umso cooler wird das. Alter, sind das Riesenblitze. Wahnsinn. Boah. Ich schaffe jetzt erstmal meinen Auftrag hier weg. Hol mir mal ein bisschen Geld ab. So, also wenn ihr da seid quasi, dann schmeißt ihr das Ding hier rein. Und kriegt das. Und ein Batzen Geld. So, 29.000. Die nehme ich doch. Das könnt ihr getrost in die Tonne werfen, das braucht ihr nicht mehr. Das Geld solltet ihr nicht in die Tonne werfen, sondern womöglich in euer Portemonnaie reinstecken. 52.000, das ist sehr gut, weil ich will jetzt hier kein Spieletutorial daraus machen. Ne? Ich will euch trotzdem nur mal ganz kurz zeigen, was man hier so machen kann. Ihr könnt hier Gebühren bezahlen, ihr könnt Lizenzen bezahlen und ihr könnt Statistiken euch anschauen. Und wenn ich jetzt hier aufklicke und auf Lizenzen gehe, dann ist hier nämlich was dazugekommen. Ich habe hier schon vieles, vieles in Besitz. Aber DE2, DE6, DM3, DH4. Die DM3 und die DH4 habe ich noch nicht freigeschalten. Und die DH4, wartet mal, schalte ich erstmal die DM3 frei. Essennüsse. Es sind nämlich noch einige Sachen dazugekommen an Loks. Um genau zu sein, 3 weitere Loks. Ich weiß nur leider nicht genau, was die DM3. Das scheint eine Dieselmaschine zu sein, ne? Also reiner Diesel. Die DH4 ist Dieselhydraulik, wenn mich nicht alles täuscht. Und die S60 ist eine Dampflok. Steam quasi, steht für S. All die S282 ist auch eine Dampflok. Und das sieht so aus, als wäre das eine kleinere Dampflok. Die DH4 ist quasi an die V90. Ich weiß, also alle Profis unter euch, die sich mit Loks auskennen, es gibt eine V90 in Deutschland, eine Diesellok, und die DH4 ist da angelehnt daran. Also die ist nachgebaut. Die sieht genauso aus und auch von der Innenausstattung ist die genauso. Und von den Parametern, was Leistung und Gewicht und keine Ahnung was angeht, ist die auch genauso. Also die DH4 ist quasi eine V90. Da habt ihr schon mal eine deutsche Lok hier im Spiel drin. Finde ich sehr nice. Jetzt überlege ich bloß gerade, ich glaube, ich hole mir erstmal die DM3. Was ist denn die DM3? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt noch cool, wenn man jetzt hier noch... Ach so, drucken für Details. Ach, Leute. Jetzt wollte ich gerade meckern. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Steht ja auch da. Drucken für Details. Na dann druck doch mal. Will ich mal sehen, was das ist. Lizenzwortschau. Erlaubt alle dreiachsigen Dieselmaschinenlokomotiven in Deer Valley zu fahren. Nutze sie verantwortungsvoll Kosten. Hinweis, dies ist eine Vorschau. Jetzt wäre ja nochmal cool gewesen. Oh, es wird hell. Nice.
Da sehen wir heute bestimmt noch einen schönen Sonnenaufgang. Jetzt wäre cool gewesen, wenn da noch ein Bild von diesem Ding drauf gewesen wäre, damit man weiß, was man denn alles fahren darf, weil das sagt mir jetzt so nicht viel. Ne? Ah, ich glaube, ich kaufe mir trotzdem die DH4. Ich glaube, ich kaufe mir trotzdem die DH4-Lizenz, weil finde ich schon geil, dass eine deutsche Lok nachgebaut wurde. Deswegen muss ich das jetzt einfach machen. Wenn ich da nur noch 2000 übrig habe, das hoffentlich nicht mein Ruin ist, aber ich muss zuerst Zuglänge 2 haben. Ach, verdammt! Das ist natürlich... Zuglänge 2 war, ich glaube, auch gar nicht so günstig. Ach doch, 20.000. Na los, das machen wir. Kann ich mir natürlich jetzt die DA4 noch nicht kaufen. Ich habe die Gebühren noch nicht beglichen. Oh, jetzt wird's haarig. Ja, ich weiß. Also man kann, ne, die Gebühren sind quasi das, was ihr bezahlen müsst am Ende, wenn die Lok Abnutzung hatte, wenn die Öl verbraucht hat, Wasser verbraucht hat, Sprit verbraucht hat, tralala und so. Das könnt ihr hier alles machen, dann ist es teurer. Ihr könnt aber auch mit der Lok quasi in den Lokschuppen fahren und dort das alles selber machen. Dann wird es günstiger. Ich weiß, dass das hier teurer ist, aber ich will es jetzt trotzdem hier bezahlen. Weil sonst müsste ich ja nochmal hin und her und keine Ahnung was und nochmal 3400, tralala. So, wie viel haben wir jetzt noch? 29.000. Das heißt, ich kann mir jetzt erstmal die Zuglänge 2 kaufen und wenn ich dann genug Geld habe, dann kann ich mir außerdem. Ach, da oben. Kann ich mir dann die DA4 kaufen? Hätte ich euch gerne schon mal gezeigt, aber naja, so ist das. Schritt für Schritt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 20.000. Das nächste Mal muss ich unbedingt dieses Lenkrad abbauen. Erinnert mich bitte dran, dass ich das nächste Mal dieses Lenkrad abbaue. Ja, danke. So. Long 2. Sehr schön. Also können wir jetzt Sachen mit Long 2 fahren. Hier unten seht ihr das. Long 2. Und... Na. Der Müll kommt in den Mülleimer. Freunde. So. Das stecken wir mal wieder weg, das Ding. Nee, nicht wegschmeißen, sondern wegstecken. Ja, toll. So. Wieder aufgeräumt. Also, wenn ihr an Bahnhöfen ankommt oder an Stationen, ne? Dann habt ihr hier immer so einen Übersichtsplan übers Wetter. Heute Abend wird es dann wieder doof. Ne? Ist cool gemacht. Wir sind quasi früh im Regen angekommen. Jetzt wird sonnig da draußen. Oh, ha, von wegen sonnig. Was ist da los? Der ist ja voll die Suppe. Alter Lachs. Aber da hinten scheint wahrscheinlich irgendwo die Sonne, weil hier reflektiert sie schon mal übelst auf dem Fußboden. Okay, na gut. Es soll auf jeden Fall sonnig werden und heute Abend soll es wieder regnen und dann ist in der Nacht mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Und es ist ja im Mond aufgemalt. Ja. Wenn ihr hier ankommt, dann müsst ihr quasi so diese Station suchen. Anhofsbüro nennt sich das. Und hier habt ihr dann quasi die Übersichtskarte. Dort, wo ihr seid, steckt gerade ein Bruder Pin drin. Und ihr könnt euch jetzt hier angucken, was könntet ihr denn fahren. Hier unten seht ihr immer die Lizenzen, die ihr braucht, um das Ganze fahren zu können. Und ja, jetzt kicken wir mal, was hier so rumliegt. Das ist alles ganz schöner Kleinkram, der hier so rumliegt. Okay. Okay. Long 1 und FH dürfen auf jeden Fall fahren. Für 9.000, das ist jetzt auch das, was ich hier am meisten sehe, also was am teuersten ist. Alles andere ist ja eher so Kleinkram. Natürlich, am Anfang müsst ihr erstmal so ein bisschen mit Kleinkram anfangen. Das gute Stück könntet ihr jetzt hier in diesen Auftragsentwerter reinstecken und dann bekommt ihr quasi das Logbuch, was ihr machen sollt. Da läuft aber schon die Zeit los. Ich gebe euch den Tipp, guckt, wo dieser Zug steht und macht euch erstmal Abfahrt fertig. Sprich,
Ihr stellt eure Lok dahin, ihr koppelt einen Zug an, ihr guckt, dass er in der richtigen Richtung steht, dass ihr schon in der richtigen Richtung losfahren könnt und so weiter und so fort. Zur Not dreht die Lok nochmal um und das könnt ihr halt hier auch alles machen in den Betriebshöfen, wo quasi auch solche Drehgestelle sind, wo ihr dann quasi euch ja mit der Lok immer um 180 Grad drehen könnt, dass ihr wieder in die richtige Richtung fahrt. Weil, ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, rückwärts fahren mit den Zügen macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Mit dem Shunter geht es noch einigermaßen, aber mit dieser Diesellok hier wird es schon schwierig, weil du nach hinten natürlich einen riesen fetten Arsch dran hast, auf Deutsch gesagt, mit wo die Dieselmotoren drin sind und du überhaupt kein Gefühl für die Länge hast, wie weit du schon vorn bist. Deswegen dreht euch die Loks immer so, dass das gut funktioniert. Ich bereite das jetzt mal alles vor, dann denke ich mal, ist die Sonne aufgegangen, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen schönes Wetter an und ich wollte euch eigentlich noch Wasser zeigen. Finde ich denn jetzt noch Wasser? So, also was ich hier gerade noch sehe, das will ich euch auch nicht vorenthalten, hier haut irgendwas mit der Lichtberechnung noch nicht so richtig hin. Wir haben hier Nebel, die Sonne reflektiert hier unten trotzdem schon auf dem Boden, wie verrückt. Und seht ihr diese Streifen? Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber das Sonnenlicht hier bildet ganz seltsame Streifen im Display. Liebe Entwickler von Altfuture, da müsst ihr nochmal Hand anlegen. Das ist gerade keine gute Kombi mit Sonne und Nebel. So, ihr Lieben, Achtung, bei der Lok habe ich mich bald kaputt gesucht. Hier drin ist der Anschalter für das gute Stück. Jetzt läuft sie. Bei den anderen Loks ist der immer im Führerhaus irgendwo. Ich bin bald verzweifelt. Nur so als kleiner Randtipp. So, jetzt seht ihr auch, was ich vorhin gemeint habe mit die Strecke rückwärts fahren. Ihr habt halt hier diesen riesenlangen Arsch hinten dran und könnt dann nur sehr schwer einschätzen, wo ja das Ding aufhört. Von daher würde ich mir die Lok immer in die Richtung drehen, dass ich quasi in die Richtung fahre, wo ich auch vorne das Führerhaus dran habe. Ne? So, was ich natürlich auch sehr nice finde, vorher war ja alles nass, jetzt sind so einzelne Pfützen. Ne? Es trocknet so langsam ab, weil die Sonne kommt raus, der Nebel verschwindet langsam. Ihr merkt schon, also dieses Wetter und ja, Regensystem, das ist nicht nur, dass hier ein paar Tropfen auf der Scheibe animiert werden, sondern da steckt noch ein bisschen mehr dahinter und das haben sie, ich sag's nochmal, echt geil gemacht. Düdüm. Ja, zu früh, besser. So, die Lok ist angekoppelt, steht in der richtigen Richtung und ich schmeiß das Ding jetzt hier rein, weil ab jetzt läuft die Zeit. Wenn ich das hier reingetan habe, so. Damit können wir jetzt hier gucken, wo wir hin müssen. Und zwar auf die D61 in GF, in dieser Waren- und Tralala-Fabrik. Warenfabrik und Stadt. Genau. Los geht's. So, jetzt sind die Gleise auch wieder trocken und ihr seht, er zieht schön geschmeidig hier an, ohne durchzudrehen. Die Waggons hängen hinten dran. Es geht los. Lassen wir mal noch ein bisschen frische Luft rein. Haha, herrlich. Was mich nach wie vor noch ein bisschen stört, das habt ihr hier gerade gesehen, sind diese zugewachsenen Gleisbetten. Also die haben viele Gleisbetten überarbeitet, auch in den Städten oder besser gesagt in den ja, Bahnhofsgebieten. Aber du hast halt wirklich auch ganz viele Gleisbetten, die total zugewachsen sind. Und das verstehe ich halt nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es in Osteuropa mit Zugverkehr und Gleisen und so aussieht. Aber hier bei uns kenne ich kein Gleisbett, was aktiv genutzt wird und völlig zugewuchert ist. Von daher, naja, vielleicht, hier werden sie sicherlich noch weitermachen. Wie schon gesagt, wir sind ja wirklich noch am Anfang mit dem Spiel. Hey, ruhig, Bruno. Sind plus 80. Hey, sind plus 80. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin ziemlich begeistert nach wie vor vom Spiel. Ich war vorher schon begeistert. Und das, was sie jetzt reingenommen haben, diese Tag- und Nachtzyklen sind sehr, sehr gut umgesetzt. Die
Wettersimulation ist echt toll gemacht. Ich bin sehr gespannt, wann wir Schnee dazu bekommen. Und jetzt werden wir uns gleich noch eine weitere Sache anschauen, nämlich Wasser. So, ihr Lieben, und jetzt kickt mal. Das sah vor dem Update noch ganz anders aus. Da war das eine flache Fläche, die auch nicht so schön reflektiert hat. Aber jetzt leichte Wellenbildung, schöne Reflexion. Ach, herrlich. Sieht ein bisschen aus wie Urlaub. Ja, das sind so meine persönlichen Highlights vom Update selber. Tag- und Nachtwechsel, Wettersystem und das schöne Wasser, die tolle Vegetation, die schönen Landschaften, die wir mittlerweile hier sehen können. Und das gefällt mir richtig gut. Natürlich ist noch viel, viel mehr passiert. Fahrphysik, neue Loks reingekommen. Strecken haben sich ein klein wenig verändert. Gleisbetten wurden angepasst. Wie schon gesagt, ich schaut mal ins Changelog rein von dem letzten großen Update. Ich glaube, das steht bei Steam im 1. Juli drin. Dann guckt es euch einfach mal an, was hier alles passiert ist. Ich finde, es ist eine Menge passiert. Einige von euch werden jetzt sicherlich wieder sagen, aber es ist kein Multiplayer dazu gekommen. Ja, Leute, das stimmt. Wir haben noch keinen Multiplayer. Und ich weiß nicht, ob der auch irgendwann vielleicht mal kommen wird, weil ihr seht ja hier auch, wir sind noch im Eingleisschienenbetrieb. Wir bräuchten ja mindestens eine Parallelgleisgeschichte, damit man hier aneinander vorbeifahren kann und nicht ständig auf den anderen warten muss. Ob da was kommt, was da kommt, wie das passieren könnte, weiß ich nicht. Kann ich euch nichts dazu sagen, aber wenn ich mir den Eurotruck Simulator 2 angucke und SCS, da mussten wir auch verdammt viele Jahre warten, ehe es einen offiziellen Multiplayer für dieses Spiel gab. Und das, ja, werden wir sehen. Wir müssen uns überraschen lassen. Ich finde, Altfuture hat hier wirklich einen grandiosen Job gemacht. Das Ding läuft auch mittlerweile besser, finde ich. Also runter, es lief vorher schon relativ gut, aber ich hatte immer, wenn ich zur Seite rausgeguckt habe, so ein Vorbeistottern der Landschaft. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Wenn ich die Klappe halte und nicht rede und das Bild nicht anfängt zu zittern, weil mein Headset hoch und runter hüpft beim Reden, kommt das ja alles sehr geschmeidig an mir vorbei. Also die haben auch an der Performance geschraubt. Die schrauben nach wie vor auch. Jetzt kam wieder vor ein paar Tagen erst ein Update, wo sie nochmal verschiedene Sachen angepasst haben. Und die sind ja noch nicht fertig mit dem Spiel. Die haben gesagt, sie wollen die beste Zugsimulation aller Zeiten auf die Beine stellen. Und wenn ich mir ihren Weg so angucke und wenn ich mir anschaue, was sie bis jetzt schon geschafft haben, bin ich guter Dinge, dass wir in einigen Jahren hier das absolute Brett haben, was Simulationstiefe angeht. Vielleicht nicht unbedingt, was Realitätstreue und reale Loks und Lizenzen und so angeht. Das vielleicht nicht, aber was man hier alles machen muss, um die Züge bewegen zu können und auf was man hier auch alles achten muss, das spricht schon für sich. Und wir können es in VR zocken. Natürlich können es auch alle in Flat spielen, aber wir können es in VR zocken und sind hier tatsächlich Lokführer, Zugführer, wie auch immer, weil ich fühle mich hier drin einfach so. Es ist so authentisch, so realistisch und ich habe schon auf manchen Loks von drauf gestanden, weil mein Dad ist oder war Lokführer und da habe ich schon so manchen Zug von vorn und innen gesehen und das fühlt sich genauso an. Es ist mega. Ja, ihr Lieben, es gibt sicherlich noch viel, viel mehr zu dem Update zu berichten, aber ich will das Video auch jetzt hier nicht völlig in die Länge ziehen und völlig explodieren lassen. Ich denke mal, die wichtigsten Sachen habe ich euch gezeigt. Wer vor dem großen Update noch nicht zugeschlagen hat, muss jetzt die knapp 40 Euro in die Hand nehmen, bekommt aber, verspreche ich euch, ein wirklich, wirklich tolles Spiel, rundum sorglos Paket mit vielen, vielen Aufträgen und die Entwickler haben das Spiel nach wie vor in ihren Händen und wollen hier noch viel, viel mehr rausholen. Also, die 40 Euro sind gut investiert, denn
wir sind hier noch lange nicht am Ende. Mit dem Video sind wir jetzt aber am Ende. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich euch demnächst nochmal hier die neuen Logs vorstellen kann, wenn ich sie denn freigeschalten habe. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ja, jetzt soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, was ich euch hier gezeigt habe, dann Däumchen, Abo, Glöckchen, Kommentar. Würde mich freuen. Und wir sehen uns definitiv bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Bye, bye.